Du meinst Little User Grand joined your Canyon. channel. User joined your Nee, channel. das ist noch in der Shadow. Nähe von Alanya. Du kommst ja auf 1-3. Okay. Du hast jetzt Pech mit mir beim Himmelfahrtskommando mitzumachen. Oh, was gibt's jetzt? Das ist eine Spezialmission. Nein, es ist alles speziell, aber wir brauchen sehr viel weniger Leute als sie. Teamleader? Ja. Sind wir? Grid 1, 6, sonst irgendwie in dem Bereich. Ach, das. Okay. Weil da hat's gar nichts, wo sie sich verstecken können. Aber auch nicht für euch, oder? Der, das Team Lead Loadout, das ist das Rifle Load, hat da definitiv ein Entrenching Tool dabei. Okay. Ich seh's. Habe ich mal noch eine kurze Frage bezüglich der AK. Gibt es da irgendwas, was man beachten muss? Ich hatte die noch nie. So einen scheiß Lärm machen? AK ist... Nimm die richtige Seite und schieß. Ja, okay. Also es gibt nicht früher, was irgendwie schief gehen kann. Es ist eine AK und schief gehen im gleichen Satz. Meine Fresse. Die AK, look. Da kann nicht schief gehen. Okay. Alles, was Holz hier ist, kann brennen. Und das Teil schießt trotzdem noch sauber. Also AK, alles klasse. Ja, genau. Du kannst, ich kann dir mal ein cooles Video schicken. Da haben sie angefangen, Teile von der Arke wegzunehmen, damit du siehst, wie die Funktion innen dran ist. Und du würdest dich wundern, was du alles wegnehmen kannst von dem Ding und das feuert immer noch. Oh, klar. Okay. Ja, und sie ist hervorragend geeignet, um Barbecue zu machen. Also, by the way, die Zeit läuft. Du könntest damit schießen, du könntest ja als Kollege benutzen, essen, könntest du damit auch noch. Jagger Brief to Shadow, ihr habt ein anderes Ding. Ja. Shadow mit mir. Mein Team Patrick Richtung 200, wir gehen. Ich nicht bis auf Arsenal. Es ist nicht das Arsenal, wenn du schon ein paar Sprengdriegel mitnehmen, wenn du Platz hast, aber nicht zu viel. Wir sollen so leicht wie möglich sein. AIDs. Muss nicht unbedingt. Da im Demolition Block. Ja, nimmst du 1-2 mit. Wie müssen wir das Munitionslager in die Luft jagen? Ah, noch 2 im Rucksack stopfen. Gut, kann los. Gute Reise. Danke. Danke. Geh noch runter mit der Stimme. Bin ich schon? Oh, passt. Jetzt bin ich auf der Jagger, antworte. Fahndung verstanden, antworten. Verstanden, wir sind auch unterwegs. Wir warten dann einfach auf euer Go, antworte. Verstanden, ich werde dir dann mal kurz einen Zwischenbericht geben, wenn wir anfangen zu verminen und wenn wir dann den Konvoi haben. Verstanden, in dem Fall ist mein Werkpunkt Telos, wo ich mich kurz melden werde. Es ist nicht etwas antworten. Von uns aus nichts. Von euch aus? Verstanden, negativ. Wir machen es einfach so, wenn wir innerhalb von 15 Minuten es nicht geschafft haben, unsere die Ladung zu setzen und hochzujagen, könnt ihr euch einfach zurückziehen. Für euch so okay, antworten. Verstanden, werden wir so tun, ja. Shadow? Ich bin da. Hörst du mich noch mit dem Mr. Lieslig? Jetzt, ja, ganz kurz. Look, wir müssen uns laden rüber, wir schleichen uns durch Telos durch. Und wir müssen uns halt eigentlich so nahe wie möglich mal der Military Base aufstellen. Die werden den Hinterhalt machen, sobald wir registrieren, dass sich Truppen aus dem Ding abziehen. Warte, zwei wird den Hinterhalt machen? Die anderen. Okay. Alpha 1, 2. Ja. Unser Haupteintrittspunkt wird da hinten sein. Auf der Karte, siehst du es, oder? Wie dort, wo der Fantalera sein Rote markiert. Ah, jetzt hast du das Kreuz gesetzt, ja. Ja, das wird unser Ingresspunkt sein. Von dort gehen wir eigentlich direkt Richtung Norden. Schaut, weil, versucht Kontakt wenn möglich zu vermeiden. Vermeidet das ganze Scheißteil. Ja. Sind so schnell wie möglich wieder gegangen. Irgendwelche Fragen? Wie gut bewacht ist das Teil? Wie vorsichtig? Es sind etwa 30 Mal, also wir müssen vorsichtig sein. Wenn sie uns entdecken, sind wir toast. Ja, also keine Chance. Ja. Wenn es Bumm macht, dann sind wir toast. Ja, wenn sie uns entdecken, sind wir am Arsch. Okay, noch Fragen? Ist gut. Lass uns geschwind in das Haus reingehen. Wir können schon auf Kanal 2. Ich würde vielleicht auch gerne einen Wachposten oben in Bravo Floor schicken, der Auge behält, falls der Konvoi kommt, dass wir da nicht überrascht werden. Wenn du sie leihst,
Links oder rechts, weißt du, wie das Haus aufgebaut ist. Explosive placed and demolition block. Du kriegst so einen Spirit, oder? Also ich muss jetzt mit dem Ace. Ah, da explosive. Ja, ja, place, alles klar. Dann hast du Ding. Links soll ich hochgehen, Sunny, hab ich kein Sprengzeug. Wenn du anschaust, hast du einen Interaktionspunkt, dann kannst du Select Trigger oder Pick Up. Vorsicht, Kampf Push. Select Trigger, dann würdest du den M152 Grams nehmen. Alpha 1 sieht's aber auch. Nein, eigentlich nicht, wir sollten los. Kann ich gehen, ich muss vor Ort schauen. Bravo 1 Aber Bravo 2 auch. So wenig Leute wissen, wie die Explosives funktionieren. Ja, ich habe noch nie mit dem Ace Explosives geplantet, das ist halt, will mir's noch nicht. Gut, dann alle die Minen haben, auf geht's. Okay. Leg die vordersten Minen mit den Druckplatten. Das ist ein bisschen langsamer, aber viel präziser als Vanilla. Ja. Kannst du zum Beispiel auch auf 80 klappen und so. Geil. Und dann gibt's Fernzünder oder Timer, oder gibt's nur eins von beiden? Das ist Das ist der Ramp, das ist das Firing Device. Ja. Das ist für Fernzünder, dann hast du einen Timer. Und was ab und zu noch hast als drittes ist eine Druckplatte. Das ist on pressure. Okay. Das Problem, ich kann hier nur Pressure Plate auswählen. Ja, ich merk's gerade. Wir nehmen. Ich überlege mir, weißt du was, wir nehmen den Timer. Ja, weil falls wir bugged down werden oder sterben, ja. Weißt du, dann geht es trotzdem hoch. Und die Zeit ist automatisch fix, oder muss man da was einstellen? Ich habe das Ding jetzt platziert, was muss ich da machen? Zeit ist fix, was? Oder muss man das einstellen? Kurz das musst du einstellen, aber nimmst einfach das Ding, ich glaube es ist ein 120er, wo fix ist. Wo aufploppt, wenn du es einstellst. Okay, 20, wenn es gut. Moment, wir müssen wieder zurück auf den Ding. Karte. Deiner. Die Straße entlang. Ich kann noch für Jogger antworten. Ja, da verstanden, antworten. Verstanden, wir sind jetzt gerade in Telos angekommen. Wir werden versuchen, so nahe wie möglich auf die Military Base zone zu kommen. Wie sieht es bei uns? Antworten. Verstanden, wir sind gerade angekommen, haben versucht, die ersten IDs zu legen. Wir haben nur ein klitzekleines Problem. Die Dinger gehen alle nur auf Druckplatte. Verstanden. Okay, das ist komisch, weil eigentlich kannst du sie auch noch mit Memoram hochjagen. Oder, ah scheiße, musst du das Handy haben. Mist. Antworten. Verstanden. Auf jeden Fall mit der Ausrüstung, die wir haben, geht's bloß auf Druckplatte. Das ist halt die Frage, was wir jetzt draus machen. Verstanden. Legen Sie die IDs an den Strassenrand, machen Sie scharf und zur Not können Sie mit Beschuss auslösen. Antworten. Verstanden. Dann, ein guter Plan, dann werden wir die mit beschützen. Gut, dann melde ich mich, sobald wir hier durch sind. Verstanden, also es funktioniert relativ gut. Ich habe einmal auf dem Liberation oder so einmal IDs mit den 338er gejagt. Antworten. Dann legen wir die jetzt und versuchen die dann nachher per Beschuss auszulösen. Verstanden, Schluss. Das wird so schief gehen. Next, please. Ja, sobald wir in der Nähe von der Basis sind, müssen wir kriechen. Shit. Hä? Die Sonne geht auf, oder? Besser. Nochmal. Die Sonne geht auf. Ja, nicht gut. Wenn wir weiter. Jungs, seid ihr im Gebäude drin? Trappieren wir uns hin. Nur Bypass bei dir, Nono. Okay, danke. Oh, shit. Wenn ich einen Wachposten hätte, ist ausgeschlossen. Es ist erst bei der Basis, wo kritisch werden. Angeblich. Okay. Aber trotzdem Augen aufhalten. Nur noch ein Viper, hörst du mich? Antworten. Hör dich. Deckst du meinen Arsch? Antworten. Ich denke, das findest du nicht raus. Okay, danke, Schluss. Okay, tief.
jetzt einfach nicht aufstehen und aufpassen. Weil die AI sieht uns massiv schlechter, solange wir kriegen. Ja, wir fast nicht durch. Muss mit auf. Wir kommen rein ins Haus. Ah ja. Frage für Groundhog, wir haben jetzt die IEDs gelegt. Ich hoffe, dass wir sie auch so gelegt haben, dass wir sie nachher per Schuss auslösen. Warten. Fehlt mir die Kondition. Ja, das ist egal, du kannst immer weiter kriechen. Groundhog für Jogger, antworten. Er versucht dich ein bisschen mehr hinter mir zu halten, okay. Ein bisschen mehr Abstand. Gehört ihr denn einfach fast nicht? Ja, ist okay. Mach einfach, was ich mache. Ja, praktisch nicht mehr. Nicht verstanden, Nono. Groundhog für Jogger antworte. Guck, dass du dich dann halt versteckst, wenn du sie gesehen hast, wenn wir ungefähr wissen, dass wir uns bereit machen können. Nur halt vermeiden, dass sie uns vorher sehen. Was wimmelt ihr? Okay, sobald ich Kontakt habe, melde ich und ziehe mich von der Tür zurück. Wimmelt ihr von denen? Shit. Wir sind's nicht. Die zwei in der Mitte. Die einen am Eingang. Von Groundhog. Verstanden, schick. Ach gut, jetzt haben wir wieder Verbindung, gerade eben was weg. Wir haben die IDs gelegt, wir warten jetzt auf den Konvoi und hoffen, dass das dann funktioniert, dass wir die Dinger manuell beschießen. Verstanden, sie gehen relativ gut hoch. Wir sind soweit in Position, ich traue mir im Moment nicht näher ran zu gehen. Also wir werden auf uns antworten. Verstanden, sobald wir sich Kontakt zum Konvoi haben, melden wir uns. Gebäude, wo wir sprengen, ist das mal nicht. Ja, das ist ganz gut vor uns. Ey, warte mal. Das fällt mir gerade ein. Könnt ihr klettern? Klettern? Ja. Shift V können wir klettern. Ich hasse so eine Sache, so Super Ninja Squirrel Style, Menschen schaffen, aber ja. Das ist wirklich geil. Ja. Nono und Steffi, muss ich dir melden, wie viele Fahrzeuge? Shadow, wo patrouilliert die Wache? Sperring 52. Aber, innen dran noch? Innen, ja. Okay, nein, weißt du, ich hätte gemeint, du hättest eine Perimeterwache gefunden, dann hätte ich das Problem. Ja, dann hat. Oder hätte ich etwas anders geschrieben. Ja, weißt du, es kann sein, dass zwischen der Sandsäckwell und der Zäun. Kommen ein Zackel auf uns Lautstärke. Weil wenn ich nicht direkt neben dir liege, verstand ich vielleicht fast nicht. Ja, trotzdem mach's nicht. Weil das Problem ist, wir müssen eigentlich schauen, ob wir Sicht bekommen auf den Draht. Nicht wissen, ob wir irgendwo am
Bescheid. Ja, wir sind der Ragtag-Rebellengruppe. Dann hätten wir mal die Schutzwächter. GS. Ja, wir können es einfach nie einsetzen, sonst sind wir gar gefickt, wenn die das hören. Aha. Du, wenn es irgendwie geht, hoffe ich, dass wir auch dort unten gesehen den Eingang sehen. Schnell. Auf Bearing 62 ist der Draht beschädigt. Gibt der Deckung, rüchst du über die Straße. Zum rostigen Auto. Was passiert denn eigentlich nach dem Feuerwerk? Gucken, dass alles explodiert ist und dann abhauen? Rücht über. Zum rostigen Auto nochmal? Zum Beispiel, ja. Okay. Einfach mal über. Okay, ich kann. Und wohin? Also, wenn du brüllst abhauen, gehen wir wieder dahin, wo wir herkommen. Wenn du sagst, wir müssen dahin, dann wissen wir, wir müssen dahin. Bei Fetzlern werden wir uns grundsätzlich auf jeden Fall mal ein Stück wieder zurückziehen, wo wir herkommen und so eine Schlussposition finden, weil die Truppen werden dann natürlich erstmal hierher kommen, wenn wir einen relativ beschissenen verteidigen. Bruno und Steffi, wenn Leute aussteigen, sollen wir die sofort unter Beschuss nehmen. Bitte darum. Das war nicht ganz verstanden. Ich bin gerade neben dir. Da vorne haben wir eine schöne Lücke in den Ding, in den Zäunen rein. Das heisst, wir können über den Zaun, also quasi durch den Zaun durch, auf die andere Seite überklettern. Mit Shift V kannst du auf die Sandsäcke klettern. Da können wir eigentlich direkt ins Gebäude hier unsere Ladung deponieren und mit ein bisschen Glück können wir auch wieder auf dem gleichen Weg raus. Die Patrouille wird wahrscheinlich das Gebäude irgendwann auch sehen, oder? Also, Deckle. Heißt das, wir sind das Kanonenfutter? Antworten? Bis sie Party gestartet. Super formuliert! Ah, da blank ich, ja. Ich sag mal so, es hieß von Homebox, oberste Priorität hat die Erfüllung der Mission, unser Überleben ist zweitrangig. Ihr seid die Kanone und ich Futter. Ey, das hört sich nicht nach Amerika an, das ist mehr Mother Russia. Russia, game plays you. Die Gebüsch, ich sehe eigentlich fast gar. Was ist eigentlich? Sind wir die Russen? Stimmt, wir haben Akkad. For Mother Russia! Ich muss mal ganz kurz AFK. Moment, ich muss dein Wodka holen. Groundhog, Groundhog. Groundhog, bestanden, antworten. Verstanden. Wir sind in Position, können zur Hintertür rein jederzeit. Sagt uns, wenn es losgeht, antworten. Verstanden, bis jetzt haben wir aber noch nichts entdecken können. Antworten. Verstanden. Wir werden unsere Ladungen auf Zeit hintersetzen, einfach nur um sicher zu gehen, dass die auch sicher hochgehen, falls etwas schief geht. Antworten. Verstanden. Und wir werden dann gucken, sobald es hochgegangen ist, wir euch das gemeldet haben, warte ich schön auf deine Einschätzung, ob wir hier noch ein bisschen Party machen sollen oder ob wir uns schon zurückziehen sollen. Antworten. Verstanden. Im Moment sind wir um jeden Mann froh, der nicht hier ist, weil die Basis wimmelt von Leuten. Also für uns definitiv zu viel Antworten. Verstanden. Das heißt, wir können erst loskriechen, wenn es... Ja. Da müssen wir uns einfach elegant rein... schwingen und uns wieder verpissen. Bruno für Groundhog, keine Frage, wo sind die Minen? Sollte ich Sicht haben darauf von hier aus? Oh, das fängt ja schon super dann an. Dann eigentlich direkt vor der Tankstelle auf der Straße verteilt. Der Müll auf der Straße. Ja. Ja, die IDs sehen aus wie Müll. Da gehen Müll.
Hey, ich bring meinen Müll auch immer so raus. Wird entsorgt mit dem großen Klapp. Ja. Noch kurz eine Zwischenfrage. Ich habe die Routine noch nicht. Gehst du mit Caps Lock gehabt? Ja. Frequenz einstellen. Musst Ctrl Alt Caps Lock, dann kommt Ding und dann hast du oben drauf die Ding umswitchen. Aber du kannst die Frequenz selber kannst nicht ändern, du kannst nur den Kanal ändern. Jetzt lasse ich alles eingestellt ist, weil ich dich bekannt. Aber du hörst die anderen, oder? Ich höre die anderen, ja. Dann ist alles okay. Wir sind alle im Moment auf Kanal 1. Ja, wenn es dann heiß wird, wenn man das schon funken. Dann können wir auch anfangen zu schreien. Okay. Aber solange wir da im Dreck liegen. Das Problem ist, sie reagieren jetzt auf die Stimme. Ist gut. Andi, ich darf nicht funken. Das heisst, sobald das Feuerwerk losgekommen ist, schreien. Nein, wenn sie uns gesehen haben, wenn wir wirklich kämpfen in dem Sinn. Vorher versuchen wir so leise wie möglich zu bleiben. Dann. Shit, aber zu schneller. Ich habe Zeit vorgestellt, also geschwindig. Zeitbeschleunigung. Du musst jetzt eben schnell auf. Nein, wir haben morgen um 5 Uhr. Sommer. Passt schon. Dämmerig. Ist gerade plötzlich Tag geworden. Ja. Ich denke, der Vater hat nicht realisiert, dass wir Sommer haben. Ja. Ich wäre halber angegangen. Die Insel. Die Insel schon auch wie viel live gesehen. Noch ein Tipp. Auf was ist die Zero-In von der AK? Zero-In? Nicht verstellt. Hört man das? Dann hast du oben rechts eine schöne Meteranzeige gehabt. Der ist auf 100 Meter. Es ist angenehmer zum Schiessen im Nahkampf. Ja, da. Control-Mausrad. Es brennt. Ist das nicht mit Page Up und Down? Control-Mausrad. Uhr runter. Kannst auch mit Up and Down, ja, kannst auch. Also, Mausrad geht nicht Up and Down, geht ist auf 100 Meter. Ja, es ist angenehmer zum Schiessen. Also für mich zumindest. Heißt, die Schüsse gehen eher Richtung Kopf? Nein, das nicht, aber wie soll ich sagen, jetzt stimmt die Zero-In ist jetzt auf 100 Meter, das heisst, du hast jetzt eigentlich eine Nulllinie. Okay. Blöd gesagt. Vorher ist es nicht eine Nulllinie? Vorher ist sie leicht nach oben korrigiert gewesen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel im Nahkampf jemanden auf den Kopf ziehst, kann es sein, dass du dem Kopf vorbeischiessst, weil die Kugel einen Bogen macht. Also ist jetzt einfach für den Nahkampf ist das besser. Dann noch mal etwas. Der AK kickt recht. Aber im Nahkampf trotzdem. Im Zweifelsfall pumpt er sich voll, bis er liegen bleibt. Okay. Kein Umgegänkeln mit Einzelfeuer oder so. Wirklich. Ja. Wirklich spick die Sau, oder? Okay. 762x39 ist zwar hat so gute Stopping Power, aber ja. Ja. Trotzdem Nahkampf fast. Ich kenne genug Leute, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen damit Einzelfeuer um die Gäckeln. That's simply not how it works. Ja gut. Auf Distanz macht es vielleicht Sinn, um den Rückschlag zu kompensieren. Ja. Okay, das sind ziemlich gute Waffen, also. Das ist kein Problem. Hast du erzählt? Recht günstig. Eigentlich nicht, das ist lustig. Weißt du, warum ist sie so günstig? Weil die Russen ganze Städte gebaut haben, um sie zu bauen. Also Fabrikstädte? Ja. Die haben ganze Städte gebaut, um AKs herstellen im Kalten Krieg. Es gibt Städte, die nur dazu da sind, um AKs und ihre Nachfahren zu produzieren. Also heute auch noch und das ist voll im Gang. Ja, die sind in voller. Du, die AKM kriegst du stellenweise in Afrika für das Hühnli. Das ist so wie, okay, wir haben jetzt Smartphones entwickelt, jetzt ist das iPhone günstig geworden, jetzt haben wir Massenprodukte. Das gleich genau. Ja, du, es ist ja so, draußen wenn sie seit Jahren ein neues Gewehr. Sie werden nie eins bekommen. Weißt du wieso?
Darf er schon zu viele Fabriken von AK? Ja, schon aufbauen. Nicht nur das, sie haben ein anderes Problem. Versuch mal das Preis-Leistungsverhältnis von einer AK zu schlagen. Weißt du, was ich meine? Ist praktisch ausfallsicher, ist vor dir scheiß einfach zum Warten und Verwenden, oder? Funktioniert überall. Und ja. Was sind Wunderwaffen? Nein, ist nicht. Sie ist einfach good enough, blöd gesagt, ja. Oder? Sie ist ausreichend präzise. Erstes Fahrzeug gesichtet. Okay, jetzt geht's los. Verstanden. Zwei Fahrzeuge gesichtet. Geh in Deckung. Leg das Fahrzeug, das... Verstanden, schick. Verstanden, wir haben die zwei Fahrzeuge gesichtet, es gibt gleich Party. Verstanden, wenn wir die Explosion hören, legen wir los. Antworten. Verstanden, viel Erfolg. Wir riechen los und mit Shift auch klettern wir. Soll ich runterkommen oder mich oben bleiben? Was noch wichtig ist, wir warten... Bleib du mal als Backup oben. Wir warten 5 Minuten ab nach Engagement-Beginn. Wir müssen noch ein bisschen Zeit geben, dass sie sich verpissen. Ja. Wenn wir direkt losgehen, werden sie noch da sein. Warte ich auf die... Hast du dazu, dass ich dich besser verstand? Okay, Timer ist an. Bleibe Jogger, Shots fired. Granate rauf. Bin unten im Haus. Jo, wir können aufschreien, kommt runter, wir brauchen einen Medic. Ja. Geh mal hinterm Haus gucken, ich habe einen gesehen, der sich weggeschlichen hat. Da hab ich glaube erwischt. Kontakt verstanden, antworten. Verstanden, habt ihr bereits gesehen, dass irgendwelche Leute aus der Basis ausgerannt sind? Antworten. Bis jetzt. Verstanden, wir warten mal bis auf weiteres. Antworten. Ich rechts. Ich bin selber gerade getroffen worden, ich bin aber wieder da. War schon. Okay, versuchen wir zu klettern. Nein, scheiße, es ist zu hoch. Shit. Glaub's nicht. Shit. Ja, scheiße. Hilft nichts, wir müssen rüber zur Tür. Jagger Jagger, bis jetzt haben wir hier noch keine Kontakte, beziehungsweise nur die Sachen, die aus dem zweiten Fahrzeug ausgestiegen ist, weil auf ID schießen funktioniert nicht.
Ja, ein bisschen zu hoch. Contact, Bearing, 160, ne ganzer Trupp. Solo, kümmere dich drum, gib Bescheid, wenn irgendwas ist. Wir versuchen uns hier jetzt eine gescheite Stellung zu sammeln, um den Trupp zu erledigen. Jagger, Jagger, es ist definitiv Bewegung auf uns. Die Tür wieder zu machen. Stell sie auf 20. 3 Minuten. Auf der anderen Seite, oder hat es nur Doofhässer? Rettung gegeben, habe ich so rumgefahren. Links hinter der Säule. Verstanden. Dann. Vater, könntest du bitte... Chucker, wenn ich jetzt den Timer setze, dann wird das Ablauf jetzt schon von 1 Minute 20 sein. Oder 2 Minuten. Ich habe ihn schon gesetzt. 3 Minuten. 3 Minuten, okay. Wir haben keine Zeit. Echt nicht. Meinst du denn? Okay. Mach die Tür zu. Da ging down. Groundhog, Groundhog. Groundhog verstanden, antworten. Verstanden, haben unser Paket abgeliefert und sind am Abhauen, antworten. Verstanden, in dem Fall ziehen wir uns auch zurück. Ben. Verstanden, Schluss. Ich gehört, wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Andi ist gespawnt wieder, den können wir gar nicht mehr mitnehmen. Kann ich auf Schreie gehen? Ja, Jagger für Groundhog, wir sind jetzt auch wieder auf dem Weg dorthin, wo wir gestartet haben. Verstanden, wir haben unser Paket abgeliefert, ist auf 3 Minuten eingestellt, sollte jetzt in den nächsten hochgehen. Antworten. Verstanden, wir freuen uns schon aufs Feuerwerk, Schluss.
Steffi, meine Stamina ist komplett am Ablegen. Schaffst du es noch bis zur Blechhütte? Irgendwie langsam, sicher, ja. Ja, Chaco, meine Kondition ist eher am Arsch. Tja, das geht ja immer noch in die Luft, ey. Blechhütte sauber. Munitionslager, aber. Aufstehen kannst du trotzdem nicht. Die Distanz sieht die DI. Die Distanz ist shit. Ja, gehen wir. Ja. Also kann ich schreien, du bist... Groundhog. Groundhog, verstanden, antworten. Verstanden, wir sind aus der Außenzone raus, das Waffenlager brennt, definitiv, wir hören die Kuckucks von der Munition, unser Teil ist erledigt, antworten. Verstanden. Gute Arbeit, wir sind auch schon auf dem Rückzug. Wir haben das Feuerwerk gesehen und gehört. Verstanden, in dem Fall bis später, Schluss. Ist das eine geile Vision gewesen? Ja, wir hatten einen Kia. Hast du es mitbekommen? Ah, ein Kill in Action nicht. Ja. Aber gleich, es hat geklappt. Es hat keine schlimmer gekommen. Jetzt kannst du auf normal reden gehen, wir sind genug weit weg. Ah. Da, okay. Also grün. Ja. Wir sind genug weit weg. Tief. Ja, ich meine jetzt den ganzen Hügel zwischen uns und so. Wenn sie es jetzt noch finden, dann haben wir eh geschissen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nein, sonst ist es doch auch schlimmer mit Medic und Leute in allem sterben und hauptsächlich im Lazarett, also die meisten vom Team. Aber jetzt ist es eigentlich ganz okay gewesen. Ja, aber eben. Beppo ist in der Luft. Es ist schade gewesen, dass das. Weißt du, kannst eigentlich. Es gibt eben noch andere Big Bags, auf die kannst du eben drauf klettern. Es war genau schade gewesen, dass es nicht die gewesen sind. Sonst hätten wir dort können über die Wand. Gut, für uns hat ja alles funktioniert. Tja. Ja. Aber es wäre einfach ein bisschen smoother gewesen, weißt du? Ja, ja. Dann hätten wir wirklich dort rein können und dann auf der anderen Seite und dann auch so wieder raus, weißt du? Hätten wir nicht müssen Gefahr laufen, am einen Tor jetzt gehen. Aber hang herum, wenn wir dort oben stehen, sehen die unsere Silhouette ja noch viel mehr. Ja, schon, weißt du? Wir werden ja nur und wieder runter. Weißt, ja, aber das könnte schon länger, also ich weiss nicht. Ja, klar. Dadurch finde ich es jetzt schon ein bisschen angenehm. Ja, das Problem war, dass dort eben eigentlich ursprünglich eine Wache gestanden ist und ich eigentlich erwartet habe, dass wir die hätte müssen ausschalten müssen. Ach, genau, die sind alle so abgelenkt gewesen von dem Glück. Ja. Nein, ja. Ja, weil wenn dort die Wache noch gestanden wäre, hätten wir müssen schiessen. Und dann wäre dann wär unser kleiner Exkurs noch viel, viel hässlicher geworden. Das ist so. Also, jetzt geht mal und nein, schütten wir noch einen Macker auf, die können schon alle. Hast du jetzt gerade gedacht, vielleicht haben wir irgendwie einen Pistolenschalldämpfer oder so, oder nein, nicht mal das. Ist das denn generell so, dass so Gruppen gar keinen Schalldämpfer bestiegen? Weißt du, wie schwierig das ist, an Schalldämpfer ranzukommen? Keine Ahnung. Vorgestellt. Also es ist ja so, in den meisten Ländern kannst du Schalldämpfer nicht frei kaufen. Okay. Ausnahme ist Amerika. Das ist aber so, dass du extrem viel Taxes dafür zahlst. Okay. Weil die wollen nicht, dass die Leute Schalldämpfer einkaufen, oder? Ja. Und dann haben wir noch Ding.
kannst sie auch improvisieren. Du kannst im Prinzip kannst einen Schalldämpfer mit Watte, Cola-Flasche und Duct Tape basteln. Was? Das geht? Aber nur für einen Schuss vermute ich. Für ein, zwei Schuss, irgendwann ist es ein Scheiße und die Genauigkeit leidet. Ja. Aber gleich je nachdem, wenn du einen Schuss auf den Nachkampf absetzen willst, dann würde ich das doch machen. Auch wenn es importiert ist, dann hört er nicht. Du kannst ihn zur Not auch zusammenschweissen. Also wenn du weißt, wie er aufgebaut ist, sie könnte dir einen Schalldämpfer bauen. Nicht, dass ich dürfte, aber ich könnte einen bauen. Okay. In dem Sinn. Also Baupläne, nehme ich an, die sind auch irgendwo verfügbar, oder? Es geht nicht mal um Baupläne. Es ist eigentlich, ein Schalldämpfer ist eigentlich ein doppeltes Rohr. Also ein Rohr mit einem Innenrohr. Und dazwischen hast du eigentlich Lamellen. Oder? Und was der Schalldämpfer eigentlich macht, ist, er nimmt die Explosionsgas auf also Brandgas auf von den Patronen. Ja. Oder? Und tut sie kontrolliert abflüssen lassen. Ja. Oder? Schall versickert in dem Konstrukt. Genau, dass sie nicht, also ja, dass sie nicht mit Überschall rauskommen, oder? Ja. Aber der Schalldämpfer allein macht noch lange keine leislige Waffe. Alpha für Alpha 1, 2 für Alpha 1, 3, wir sind am Treffpunkt, Schluss.